Wir treffen uns heute bei der ersten Ausstellung Walter Pichlers, die er nicht miterleben kann, die er nicht miterlebt. Das hat vieles geändert. Sein Werk ist abgeschlossen, er kommentiert nichts mehr, er mischt sich nicht ein. Das wirft seine Arbeit auf unseren persönlichen Zugang zurück, was aber auch zugleich, ich meine, eine Herausforderung ist. Ein paar Sätze zu unserer 50-jährigen Freundschaft. Da habe ich noch nicht gekannt, als Student auf der Angewandten, wo meine Frau und ich dann auch viele Jahre tätig waren. Alle Zeitzeugen bestätigen, dass er bereits als Student unglaublich talentiert und umtriebig war. Er hat dann in den frühen 60er Jahren, zuerst in Wien, aber dann auch international, sehr rasch großen Einfluss ausgeübt durch seine utopischen Architekturen bis hin zum Design, die berühmten Galaxis-Sessel, die heute praktisch ein Museumsstück ist, die aufblasbaren Objekte. Seine Zeichnungen sind sehr früh bis ins Museum of Modern Art in New York gelangt. Das war der Beginn unserer Freundschaft in Wien sehr lebendigen 60er Jahren. Sehr signifikant, und die heutigen Zeichnungen sind spezieller Ausdruck davon, in einer sehr schönen Auswahl, dass am Ende der 60er Jahre, rund um 1970, eine persönliche Wende erkennen ließ, die ich als Wende hin zur Konzentration beschreiben möchte. Ich darf es ein bisschen egomanisch sagen, diese Zeichnung Raum in einem Felsen, eine Begriffe größer ist, aus 1970 ist ziemlich exemplarisch für diese Wende. Sie hängt erfreulicherweise seit damals in unserem Wohnzimmer. Also meine Frau und ich und unsere Kinder haben damit gelebt. Und das ist auch so ein Raum in einem Felsen, ist auch endlos weiter interpretierbar und belegt Pichlers Interesse auf zu erforschende Konzentrationsweisen. Was uns verbunden hat, dass er nach diesen 60er Jahren nicht manisch und panisch an irgendeiner vorderen Front ästhetisch neuer Lösungen gearbeitet hat, sondern sich, ich würde sagen, existenziellen Fragen, dem Körper, dem Raum etc. gewidmet hat. Er war immer ein Raumdenker und auch ein Denker in großen Zeiträumen. Er hat die alten Kulturen sehr geschätzt, er hat die Bibel und Talmud, die alten Schriften, genau studiert, also ein sehr weiträumiges Denken versucht in seiner Kunst einzubringen. Wenn ich da parallel denke, wie in unserer Lebenszeit sich ein eigentlich medial nicht so erkennbar werdender Umorientierung stattfindet durch Evolutionsbiologie. Wir wissen halt bei jedem Knochen, wie die verwandt sind und wo die Menschen herkommen, dass wir 200.000 Jahre Homo sapiens hinter uns haben, die diverse Krisen durchgemacht haben. Da ist halt die Wissenschaft voll drauf, sozusagen in einem großräumigen Denken Menschsein zu überlegen. Dass wir alle aus Afrika kommen, ist inzwischen landläufig bekannt, nur die der meisten Polizisten wissen das noch nicht, dass wir eigentlich alle ursprünglich aus Afrika kommen. Das waren so Themen, die ich mit Walter immer wieder besprochen habe in dieser Konzentrationsphase. Eine kleine Abweichung sei erlaubt, der Peter Kubica, aber Avantgarde-Filmer, nicht auffallend eng mit Walter in Arbeitskontakt, lebt hier ein paar Straßen weiter, mit dem habe ich einen sehr schönen Text produziert zu Ursprüngen der Kunst vor ein paar Jahren. Der hat tausende archaische Steine, steinzeitliche Werkzeuge gesammelt und denkt über Ursprünge der Kunst nach, ein Avantgarde-Filmer. Also Pichler war nicht allein, obwohl sie, glaube ich, darüber kaum gesprochen haben, dass dieses Interesse sich in den letzten Jahrzehnten ausgedehnt hat. Also lesen Sie die Zeichnungen auch immer in dieser Richtung, dass es um sehr grundsätzliche existenzielle Fragestellungen geht. Walter Pichler war für mich und bleibt für mich ein wichtiger Künstler für die Bestärkung einer Kultur der Frage, wie ich das gerne nenne, die mir eher unterbelichtet scheint in heutigen Zeiten. Er ist auch
ein exemplarischer Künstler für forschende Denkweisen, ein anderer Begriff, den ich relativ treffend finde. Dieses schöne Buch ist auch schon wieder 10 Jahre alt, hat er mir freundschaftlich gestaltet mit seiner Tochter Anna, mit einem wichtigeren Kunstaufsätzen. Und da findet sich über Walter Bichler eine Erzählung, die nur sehr wenige aufmerksame Leser damals richtig entschlüsselt haben, weil ich habe mich bemüht, damals als beginnender Essayist, nach vielen, vielen Gesprächen mit Walter Bichler, seinen Wortschatz, seine von ihm verwendeten Begriffe, seine Bildtitel aufzunehmen und aus diesen Wörtern Erzählungen zu schreiben. Und dass wir hier auch eine kleine Innovation heute haben, die Walter Bichler betrifft. Die Erzählung, die hat nur eine Seite, lese ich Ihnen nicht vor. Sie sind schon Wasser. Gut. Lese ich Ihnen nicht vor, aber die Idee, seine Begrifflichkeit in eine Erzählung zu übertragen, wird an den folgenden Wörtern vielleicht oder wenig zum Nachdenken an. Also die Erzählung hat folgende Hauptwörter, und zwar streng nach ihrer Reihenfolge. Hat ziemlich viel mit Walter Bichler zu tun. Vorstellung, Welt, Behälter, Wasser, Gebrauch, Priester, Gerät, Holz, Arche, Überlieferung, Boot, Form, Maß, Seite, Schritt, Einteilung, Zahl, Ebene, Kammer und so weiter. Ich lese nicht alle vor. Der heutigen Ausstellung, der Begriff Rinne kommt bereits vor, der Begriff Druck kommt bereits vor, der Prototyp, Maschine, Bauer und so fort. Kopf, Rumpf, Machtstellung, also lauter Bildtitel, die Bichler immer wieder aufgenommen hat. Ich sage mal, verstehen wir solche Bildtitel und Wörter als Kürzel für ein Weiterdenken, für eine Kultur der Frage und seine sehr feinsinnige Ästhetik für eine existenzielles Erforschen künstlerischer Möglichkeiten. Das mag vielleicht genügen. Danke.